Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dean von Nerfers Gaming. Heute zeigen wir euch in den Klassenguide-Vorstellungen einfach mal, wer der Trickster ist. Trickster Rook, auch Trickster-Schurke genannt. Und zwar geht es darum, diese Klasse ist darauf basiert, mit zwei Klingen zu kämpfen. Die Main-Attribute sind Geschicklichkeit, dann könnt ihr auf Stärke oder Charisma noch gehen. Seine Skills sind halt aus dem Hinterhalt anzugreifen, und zwar kann man sich unsichtbar machen, um Feinde von hinten zu attackieren. Möglichst schnell und effizient, zack, zack. Ohne große Probleme. Relativ praktisch. Was kann er noch? Sehr guter Assassine halt auch zum Stun. Das Skill bewirkt dafür da, dass sie den Gegner kurzzeitig sein Skill unterbrechen lässt. Indem man sieht ja, wenn jemand einen Skill benutzt von den Gegnern, dann hat man so einen roten Kreis auf dem Boden. Dieser wird damit abgehalten durch die Q-Attacke. Zeige ich euch gleich mal, wenn ich jetzt hier mal ein paar Mobs habe. So. Und sich beangreifen, sie sehen uns nicht. Können direkt aus dem Hinterhalt, zack. Das war jetzt der R-Skill, den ich genutzt habe, und den E-Skill. Der E-Skill ist dafür da, dass man einen Schatten setzt. Die Gegner fixieren sich dadurch auf den Schatten und somit seid ihr erstmal aus der Angriffsreichweite. So. So, jetzt gehe ich mal unsichtbar hin. Jetzt sehen wir über den Kopf. Er sieht uns nicht. Zack, jetzt machen wir einen Stun rein. Jetzt sehen wir hier. Er ist gestunt. Durch diesen Status sehen wir das. Und können ihn dann im Nahkampf wieder attackieren. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Gegner. Jetzt nehmen wir mal R-Taste. Das ist eine AOE. Damit treffen wir alle, die in unserer Range sind. Zack, unsichtbar gemacht. Jetzt sehen sie mich wieder nicht. Angreifen, Stun und tot. Sehr effizient für große Gruppen, auch wenn ihr alleine kämpft. Mit dieser Klasse kann man auf jeden Fall sehr gut alleine spielen. Aber es macht halt mehr Spaß in der Gruppe, ne? Das wissen wir alle. So, jetzt zeige ich euch noch eine coole Ulti. Ja, da oben haben wir noch ein paar. Angriff. Man ist auch nur so lange unsichtbar, solange dieser Balken leerer wird. Und sobald er wieder voll ist, können wir es wieder nutzen. So, zack, auf in den Kampf. So. Ulti ist voll. Jetzt suchen wir uns nochmal eine große Gruppe, wo wir das testen. Nein, gibt es keine Mobs. Monster. Wo sind Monster? Na kommt. Nix hier am Leben. Gut, dann rennen wir schnell hier rein. Da haben wir eine große Gruppe. Okay, also. Jetzt drücke ich mal 1 und da sehen wir, zack. Ich springe alle Gegner automatisch an, solange der Balken unten wird gewirkt, läuft. So. Auf was für Werte müssen wir gehen? Die Werte sind sehr wichtig. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall kritische Treffer. Kraft ist natürlich auch sehr wichtig. Und dann gehe ich noch auf Lebensentzug zum Teil. Hier sehen wir kritische Schwere, Bonus und alles. Sehr effizient. Gut, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen und man sieht sich am 30. April dann zur Open Beta. Das wird auf jeden Fall mein Main-Char, weil er mir sehr gut gefällt, und bis zum nächsten Mal, euer Dean.